Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Im letzten Part waren wir in der Lampenhöhle 2 und haben uns danach einen Kescher geholt und ich habe mir hier noch fix eine Geisterseele geholt. Und wir holen uns jetzt die nächste okkulte Kunst. Ich bin auf der falschen Seite, aber so viel ich weiß, wenn man hier hoch... Aua. Autsch. Ich sehe es kommen, das haut mich jetzt hier runter. Ich meine, hier oben konnte man zum Wolf werden, da konnte man sich da reinwühlen, aber ich weiß nicht mehr genau, was da drin war. Vielleicht war es ein Herzteil, aber ich glaube nicht. Mir gefällt Vögel da oben nicht. Ignore. Da könnte dich ja keiner sehen, nein. Nö. Weg ist er. Was wollt ihr denn von mir? Geht weg. Du hast einen Pfeil ins Gesicht. Du hattest gerade neue Freunde gefunden. Ich habe da oben gerade ein Bienennest abgeschossen. Super. Mhm. Ich habe dich abgeschossen. Tschüss. What the? Geh weg. Immortal. Ah! Oh oh. Ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser. Lass dich in Ruhe. Ist ein Rubine, oder? Ja. Troy. Weg hier. Like a Troy. Ja, ich brauche eh später noch Geld. Ich brauche für eine Sidequest später eh Geld. Ja toll, dann darfst du alles nochmal bereisen. Super, schön. Aber ich krieg auch durch die Käfer ziemlich viel Geld, also gleicht sich das aus. Hoio! Oh, ja. Hier die zwei Goldkäfer habe ich ja schon. Aber hier gibt es noch ein Herz, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon rankomme. Ich glaube nicht, dazu brauche ich das. Noch was anderes, oder? Moment, ich guck mal. Ich guck mal, komme ich da schon dran? Komme ich da denn jetzt schon dran? Nein! Oh, you stupid idiot! Alter! Das ging gar nicht. You died. Ich wollte nur umschauen und drücke Steuerkreuz nach oben. Not good. Nein, nicht gut. Yeah, wir verschwenden gerade Zeit! Geil! Zeitverschwendung! Und ob wir in Hyrule als Mensch oder als Wolf reingehen, ist relativ egal, weil wir sind da gleich schnell. Weil man in Hyrule ja ziemlich langsam eigentlich ist. Oh ja. Warum auch immer. Schnell! Aber die epische Hyrule-Field-Musik hat wieder begonnen. Ich mag die. Mhm. Boah, guck mal, wie Hyrule am Morgen aussieht. Boah. Ach ja, ja, wir haben das ja jetzt geschafft. Guck mal, Leute. Hast du das gesprochen? Geil! Boah, du hast Fans! 3 an der Zahl. Und die haben jeweils... Einer hat grüne, einer hat blaue und einer hat rote Haare. Den Faruro und Nairu. Wer könnte das nur sein? Wer könnte das nur sein? Den Faruro und Nairu Anspielung? Nein, wie kommst du nur darauf? Das wäre viel zu Captain Obvious. Wer könnte das nur sein? Ein Mysterium. So. Ich bin erstaunt. Ich habe Angst. Mhm. Wer könnte das nur sein? Ja, ne? So Captain Obvious, die Nairu Farore, meine ich. Nein. Nein, nein. So, jetzt gucken wir nochmal da rein, aber ohne runterzufallen. Nein, nein. Oh, Alter. Du willst echt sterben, kann das sein? Ja. Jetzt auch noch von noch höher, super. Nee, da komme ich noch nicht ran. Doch, spring mal runter, mal gucken, ob es funktioniert. Ja, genau. Ich will jetzt in der Story weitermachen, aber hol mir erstmal die okkulte Kunst. Ja, die Kulte holt's. Ich hab Hunger. Der will dich jetzt fressen, kann er sein. Nom, 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 nom. Er hat einen Kopf. Was zu? Schmeckt Link überhaupt? I don't know. Was geht? Und wieder begegnen wir uns. Die nächste okkulte Kunst, die ich dich lehre, ist die beste von allen. Allerdings wird sie dich enorme Kraft kosten.
willst du diese Technik trotzdem erlernen? Ja, so soll es sein. Aber zuvor zeig mir, ob du den Rundumhieb beherrschst, den ich das letzte Mal gelernt habe. Also los, greif mich an. Oh, you are careless. Bam! Ultima. Aua! Sehr gut, du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also an die vierte okkulte Kunst, der Helmspalter. Diese, die ist auch aus Windfaker bekannt. Oh, ich freue mich. Bei Gegnern, die trotz schwerer Rüstung sehr flink sind, ist es unmöglich, mit dem Rundumhieb auf ihre Rückenseite zu gelangen. Solche Gegner stößt du zunächst mit einer Schildattacke zurück und gleich darauf drückst du A. So schwingst du von oben, kommt dein Schwert über den Kopf deines Gegners und triffst ihn von hinten, während du auf ihn herabsaust. Wow. Das ist der Helmspalter, versuch's mal. Okay. Okay, Sensei. Nein! Bam! Aua! Curse you! Hm, das war gut. Vergiss nicht, direkt nach der Schildattacke mit A anzugreifen. Damit hast du die vierte okkulte Kunst, den Helmspalter, erlernt. Wir haben die vierte okkulte Kunst, damit gibt es nur noch drei. Nun gibt es noch drei okkulte Künste, die du lernen musst. Über dich täglich im Schwertkampf, bla 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 bla. Oh ja, täglich? Was für Tage? Gibt es gibt es da Tage? Es gibt hier Tag- und Nachtwechsel, ja. Ja, gibt es. Aber gibt es auch Tage? Was zum... Mein Brain ist gerade explodiert. Warum? I don't know. Aber egal, jetzt machen wir aber auf jeden Fall weiter in der Story. Erstmal genug gesidequested. Oh ja, jetzt so, so ne? Schön und gut, aber... Ja, jetzt so. Ja? Oder können wir doch noch eine Sidequest machen? Und dann so, mach weiter! Oh. Ach komm, lass uns doch noch ein paar machen. Nein. Nee, wir brauchen mehrere Dungeons. Nee, ich mach jetzt mal in der Story weiter, lieber. Au! Ja. Oh, schön. Dazu müssen wir zu Thelma. Ja. Was geht? Link, da bist du ja. Ich hab dich schon erwartet. Du kommst übrigens genau zur rechten Zeit. Wir haben gerade über dich geredet. Was? Alle mal herhören, ich will euch jemanden vorstellen. Das hier ist Link, der, von dem ich euch schon so viel erzählt habe. Du erinnerst dich doch noch an das, was ich dir erzählt habe. Meine Freundin und ich, wir wollen etwas für Hyrule tun, weil wir hier in letzter Zeit einiges schief läuft. Einer von uns ist allerdings gerade unterwegs, um etwas über die Gerudo-Wüste im Osten zu erfahren, ein mysteriöser Ort. Raffler heißt er, ein netter Alter. Du solltest ihn kennenlernen, ihr würdet euch bestimmt gut verstehen. Hör mal, jetzt bist du extra hier, da kannst du dich ruhig ein wenig entspannen, bevor die Reise weitergeht. Nee, ich unterhalte mich kein Stückchen weiter. Die hatte... Engel-Dinger. Raffler befindet sich da. Das ist schon gekonnt, wie du nicht darauf eingehst, was ich gesagt habe. Mhm. ich meine, wir halten noch einen Brief von für Raffler, oder? Dann muss ich mit einem von euch reden. Hey, hallo, du bist doch Link, oder? Mich nennen die Leute Jago. Nein. Schön, dich zu sehen. Thelma hat mir alles über deine Taten gerichtet. Anscheinend bist du ein richtig großer Kämpfer. Bla, 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 bla. Vorstellungen braucht keiner. Ja, wie? Du hast uns nichts zu sagen, Bob, bist du unfreundlich. Vor allen Dingen, ey, dieses Teil ist aus Ordnung bekannt. Dem sein Gurt da, der ist aus Ordnung bekannt. Hast du einen jemand beklaut? Oh nein, weißt du was? Hm? Er sieht das gar nicht, ob er jemanden beklaut. Du. Kann ich mich jetzt hier schon werfen? Ja, cool. Ja, geht. Wir müssen nämlich. Nein, jetzt das kann nicht mal sehen. Nee, jetzt kommst du Thelma raus. Ey, das ist so. Nee, ey. Hm? Geht gar nicht. Was? Da kann es keiner sehen. Mitten in der Stadt. Hier kann es keiner sehen. Who cares? Ich war doch in der Gasse. Ja, eben. Aber trotzdem, mitten in der Stadt. Aber wenn du mitten in der Pampa irgendwo das machen willst, hier könnte es jemand sehen. So, jetzt gehen wir zu Raffler. Fuck Logic. Ja, aber ich meine, wir kriegen doch noch eigentlich eine Notiz für den, oder nicht? Hm. Vielleicht kriegst du die Notiz von dem. Nee, ich meine nicht. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht.
Ja, genau. Oh. Wenn du gleich zu viel fliegt dein ganzes Spiel in die Luft. Die wie so. Neuaufstand. Schneller, Link. Ich hasse die 15 Minuten Limit, ne? Oh ja, das hast du mir schon oft gesagt. Ein Turm, toll. Mit einer Leiter. Kletter hoch. Düpp, 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 düpp. Dieser Turm ist ziemlich hoch. Wieso errichtet ihr solche hohe Türme? Ja gut. Stell dich nicht an, du musst ja nicht gerade irgendwie jetzt, Ich dachte mir schon, dass du langsam kommen müsstest. Angst. Du bist doch Link, oder? Nein. Du kennst sicherlich Thelma, ich bin oft bei ihr im Laden, man nennt mich Raffler. Nee, kenn ich. Ich habe von ihr so einiges über deine Taten gehört. Ich wusste, dass du ein... Und täusche ich mich? Link, wusstest du eigentlich schon? Früher gab es in der Gerudo-Wüste eine Burg, die zu Höchststrafe verurteilte... Ach komm, fick dich! Die Strafe wurde vor Schreck, indem die Zauberkraft eines verwunschenen Spiegels sie in die Schattenwelt beförderte. Jetzt ist die Burg verschlossen und auch der Weg in die Gerudo ist versperrt. Nur eine Wüste am Rand der bekannten Welt. In dieser Wüste befindet sich jener Spiegel und die Rachegeister der Verurteilten. Ich denke, das Unheil, das über Hyrule gekommen ist, hat in jener Wüste begonnen. Deshalb will ich sie genau untersuchen. Und du, Link, was planst du jetzt zu tun? Willst du etwa selbst in die Wüste gehen? Ja. Ah, oh, wirklich? Nur dann, ich werde dir helfen. Hier, kriegst du eine Notiz von mir. Stimmt, die kriegt man ja von dem. Stop. Da-dam. Bla, bla, bla. Ui! Ich hätte es mit dem Beinebruch gerechnet. Ich auch. Dann hoffentlich kriegen wir noch in den Part in die Wüste, weil ich habe nur noch 3 Minuten. Dann haben wir die 15 Minuten leider schon wieder erreicht. Aber dieser Moment gerade. Rage Quit! Nein! Link, oh, hoch da! Oh, ich bin Link, da kann ich mich nicht hochziehen. Ja, natürlich wollte ich schwimmen. Oh, Wasserratten. Schnell, Link. Hauptsache ich die ganze Zeit eine Rolle, kontinuierlich Art smashe. Ich kenne kein Rennen. Die muss ich doch die Notiz zeigen. Alter, deprimiert. Das ist doch... Ja, der alte Mann, der Oase. Ja, okay. Ich schieße dich da an jetzt, ne? Ich schieße dich jetzt in die Wüste. So, abbrechen. Okay. What the fuck? Das ist eine Kanone. Gerudo-Wüste. Hier sind nochmal 2 Goldinsekte versteckt. Was zu essen? Link, warte. Was? Ich mag Wüsten nicht. Ich habe Angst vor ihm. Es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Ich liebe Erinnerst dich. Du dich noch, was uns der Lichtgeist über den Schattenkristall erzählt hat? Was meinst du, was aus den Leuten geworden ist, die mit ihrer Magie das heilige Land beherrschen wollten? Das da. Sie sind aus Hyrule vertrieben worden. Unsere Göttinnen haben sie an einen geheimen Ort verbannt. Ja. Und ich habe nur noch 1 Minute 20 Zeit. Der Ort ihrer Verbannung war das genaue Gegenteil von diesem Hyrule. Es war eine düstere Welt, in die nie die Sonne schien. Von dieser Welt voll Schatten aus, das war es mit uns... Fick dich. Und dem Wesen jenes Schattenreichs war es auch gar nicht erlaubt, in die lichte Welt zurückzukehren. Sie waren dazu verflucht, als Schatten von Hyrule auf ewig in der Dunkelheit zu leben. Okay, und ich habe nur noch... Dum, dum, dum. 1 Minute Zeit. Das ist die Geschichte des Schattenvolks, so wie sie bei uns überliefert wird. Jetzt ist dir klar, was ich bin, oder? Ja, Leute, ich würde sagen, wir beenden hier den Part und gucken uns die Cutscene danach weiter an. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!